Jetzt machen wir kurze Unterbrechung. Ich muss mich mal ganz kurz verkleiden. Vor langer, langer Zeit begab sich im fernen, fernen Möbiusland folgende Geschichte. Eines Tages holte die Königin des Landes und aller Hass gewiss, dass mit Landdruiden ihren Haus und Hof besuchen zu sich. Philosoph, ich habe einen Auftrag für dich. Beschaffe mir den Stein der Weisen oder alternativ finde heraus, wie man mit Hilfe dieses Steins unendlich viel Gold machen kann. Aber Königin, wie soll ich das machen? Ich bin Philosoph, ich habe nichts gelernt. Das interessiert mich nicht. Du hast Zeit bis morgen und wenn du den Auftrag nicht erfüllst, dann sollst du am Galgen hängen. Oder noch besser, du musst bis ans Ende deiner Tage in PHP. That's cool. Nach einer schlaflosen Nacht voller Sorgen wurde der Philosoph erneut zur Königin berufen. Nun, wie sieht es aus? Okay, ich weiß jetzt, wie man aus den Stein der Weisen unendlich viel Gold bekommen kann. Aber es ist etwas, das nur ich machen kann. Alles klar, dann soll es so sein. Und so vergingen die Jahre, in denen sich der Philosoph in Sicherheit wähnte und die Angst vor lebenslanger PHP-Bestrafung langsam verlor. Die Königin suchte nun selbst nach dem Stein, aber solange sie ihn nicht fand, hatte dieser Philosoph nichts zu befürchten. Doch eines Tages passierte das Unfassbare. Wenn possible happened. Die Königin hatte den Stein gefunden und ließ prompt den Philosophen zu sich rufen. Ich habe nun den Stein der Weisen gefunden. Erfülle jetzt deinen Teil der Aufgabe. Ah, hier hast du den Stein der Weisen. Die Aufgabe war, ich soll dir den Stein der Weisen besorgen oder herausfinden, wie man aus dem Stein der Weisen Gold machen kann. Ich habe den Aufgabe erfüllt. Wer das gerade komisch fand, der ist schon gut dabei. Ja, also wir haben hier gerade klassische Logik gespielt.